Hallo zusammen, ich habe Post bekommen. Ich glaube, ich kann das schon zeigen, von wem das ist hier. Das ist vom Hauptzollamt Zingen. Nachträgliche Prüfung von Präferenznachweis. Und wir hören jetzt auf. Ich komme dazu zu diesem Schreiben, was hier alles drinsteht. Aber zuerst schauen wir mal das Produkt an, um was es geht. Ich weiß nicht, ob es sieht, um was es geht. Das sind diese Transcooler. Wir sehen auch hier noch ein ganz altes Plakat von diesen Transcoolern hier. Also Transportkühler, die man hinten ins Auto einsetzt. Hier sehen wir den Transcooler-Anhänger. Das ist genau diese Kiste, die rechts, die links ist die neue, aber die rechts ist aus Chromstahlblechen hergestellt und bei uns vor Ort geschäumt. Hier die Transcooler, also das heißt die Formen dafür, wo die Kühlschränke oder diese Kühltransportkühler in einem Stück geschäumt werden. Wir sehen hier die Form, das ist die Innenform, die kann dann pneumatisch auf und zu gemacht werden. Hier sind die ganzen Löcher für die Kabeldurchführungen. Und das Außenteil, das kann weggehoben werden. Und auch das Teil hier wird mit dem Kran angehoben und die einzelnen Teile weggehoben. Ich kann nicht beweisen, dass wir diese Transcooler in der Schweiz herstellen. Ich habe keine Einkaufsrechnung. Den Schaum, den wir hier verarbeiten, Polyurethan, den kaufe ich als Polyurethanschaum ein. Die Blechteile kaufe ich als Blechteile ein. Also wird vom deutschen Zoll als angenommen, über den Schweizer Zoll, dass ich diese Teile kommen nicht aus der Schweiz und kommen nicht aus der EU, also müssen sie aus China stammen. Also nicht diese Formen, sondern es geht um die Geräte. Wir haben jetzt rund 600, 700 solche Geräte gebaut. Als Kühler, als Tiefkühler und so weiter und so fort. Und jetzt werden diese Formen hier zerlegt, auseinandergenommen, fertig lustig, weil ich muss jetzt für die nächsten 3 Jahre 4,5% vom Warenwert als Zolleinfuhr nachzahlen. Also Punkt, fertig, Schluss. Das war's. Keine Transcooler mehr in der Bauart. Die kleinen sind auch gestrichen. Wir haben noch ein paar am Lager. Aber hier verlinke ich euch ein Video. Und unten oder vielleicht hier links und rechts von diesen Transcoolern. Aber wenn ihr von den letzten 3 Jahren 4,5% an den deutschen Staat abdrücken müsst, dann hört man jetzt einfach auf. Es tut mir leid für die Kunden, die sich Gedanken gemacht haben für 5.000 Franken, 5.000 Euro, 6.000, 7.000 Euro ein Kühlfahrzeug anzuschaffen. Nee, Punkt, fertig. Es ist so. Wir stampfen diese Formen ein, die werden zerlegt, Holz runter, Blech runter, Stahl runter, zerlegt und dann geht es in die Entsorgung.